Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von TV Schwerin und MV1, hier ist wieder euer Bauer Call mit die beliebte Sendereihe Jetzt bewegt sich was. Wir sind angekommen im Wonnemonat Mai und da sprießt nicht nur das Grünzeug, sondern auch die Gedanken. Hier, komm mal ein bisschen dichter, da war ja die Geschichte von dem Kevin Kühnert, der das jetzt gesagt hat mit die Enteignung, ja. Und alle regen sich auf. Der Junge hat recht. Wir müssen mal drüber nachdenken, wie sozusagen der Erfolg kollektiviert wird und nicht der Verlust. Und wenn die großen Konservativen, die von sozialistischen Ideen keine Ahnung haben, da immerhin brüllen, dass das nicht gehen würde, dann würde ich mal sagen, hallo? Hartz IV war doch auch eine Enteignung, aber die Enteignung der vielen kleinen Leute. Und wer hat das souverän durchgezogen? Die SPD. Deshalb glaube ich das, dem Kühnert. Aber wenn das richtig gemacht wird mit einer Enteignung, dann muss einer aus dem Osten dabei sein. Ich werde noch mal gucken in mein alten Telefonbuch. Da habe ich noch die Handynummer von Egon Krenz. Und die werde ich mal rübergeben zu den Kevin. Und dann können wir diesmal das noch mal vernünftig machen. Ich sag's euch, der Osten setzt sich durch. Wenn da noch mal einer zurückdenkt, wie das mal angefangen hat, ne? Und wie viele Jahre der Demütigung wir ertragen mussten, dann wissen wir. Das kommt. Und übrigens, Karl Marx hat ja recht gehabt. Der hat gesagt, der Sozialismus kommt nach dem entwickelten Kapitalismus. Und damals mit Lenin in der Sowjetunion, das war höchstens unterentwickelter Feudalismus. Also insofern kommt das alles. Aber mir fragt ja keiner. Hau rein und pisch nicht in, hab einen Spruch parat, dann kriegst du auch einen Pflegegrad. Wenn's Remus. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.